Yeah, liebe Leute, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Oma, liebe Opa, liebe alle Leute. Hier ist Freeman, der Storyteller. Also, ich erzähle Geschichte über Afrika, über Kweku Anansi. Also, heute... Ich erzähle eine Geschichte über Kweku Anansi, der Spider, also ein Spinner. Es ist eine große Geschichte von verschiedenen Zeiten in Afrika. So, diese Geschichte ist über Kweku Anansi, der Spider, der Spinner. Also, Kweku Anansi, der Spider oder der Spinner, war ein Mann. Er hat also so viele Jahre gelebt. Und dann, einmal er hat seine Schwiegermutter Besuch auf dem Dorf. Und er hat Hunger gehabt. Er hat kein Geld und er hat Hunger gehabt. Also das heißt im Leben, wenn jemand überhaupt nicht hat, man muss Essen geben, man muss alles geben. Aber weil er so arm ist, er wollte auch die Schwiegermutter nicht fragen, dass sie Hunger hat. Weil der schämt sich. Und was hat er gemacht? Der Schwiegermutter hat ihm gefragt, willst du was essen oder trinken? In unserem Leben in Afrika, also wenn du jemanden besuchst, muss man immer fragen, die Person, oder nicht einfach fragen, einfach kein Wasser bringen oder Essen bringen. Man fragt nicht. Also, die bringen einfach zu. Aber diese Zeit hat die Schwiegermutter gefragt, wieso was trinken? Kweku Anansi, der Spider, der Spinner, sagt, nein, ich will nicht was trinken. Die Schwiegermutter hat gefragt, willst du was essen überhaupt? Er sagt, nein, ich will nicht was essen. Aber Kweku Anansi, der Spider, er hat was schlimm vor. Weil der sich schämt, wollte er nicht fragen oder sagen, dass er Hunger hat. So, aber die Schwiegermutter hat richtig gefragt, ob der essen oder um was. Ich sagte, nein. Nein heißt nein. Aber was hat er vor? Er sagt, oh, ich habe dir 2 Stunden Besuch und jetzt will ich nach Hause auf mein Dorf gehen. So, die Schwiegermutter hat gesagt, okay, gut. Dann will ich dich einfach draußen bringen. Denn Kweku Anansi hat gesagt, nein, sagt der Spinner, der Anansi. Und die Schwiegermutter sagt, nein, will ich trotzdem dich draußen bringen. Denn Kweku Anansi, der Spinner oder der Spider hat gesagt, okay, gut. Die Schwiegermutter ist in sein Zimmer gegangen, hat was angezogen. Und dann Kweku Anansi, der Spinner, ist in die Küche reingegangen, hat ihr Essen geholt, hat kein Teller dabei, aber hat das Essen in die Metze reingemacht, so wie meiner hier, hat das Essen in die Metze reingemacht. Und, aber die Schwiegermutter hat nicht mitgekriegt. So,
War schnell. Der Spinner, der hat einfach die Essen, ist in der Mitte drin, hat auf den Kopf reingesetzt. Ohne zu wissen, was da rauskommt. Und die Schwiegermutter hat überhaupt keine Ahnung, was Kuku Anas der Spinner gemacht hat. Das war aber interessant, Kinder. So, die sind draußen gestiegen und dann auf einmal fangen die Essen an raus zu kommen. Also von der Mitte, da läuft das Essen alles über den Haare, über den Kopf, über den Gesicht. Und war so richtig heiß, dass Kuku Anas konnte nicht mehr aushalten. Der konnte nicht mehr aushalten. Aber was ist das für eine Dummheit? Kuku Anas, der Spinner oder der Spider, ist ein Trickster. Aber der denkt, ist immer der intelligente Mensch auf der Erde gewesen. Oder er denkt, er hat besserer Kopf als die andere. Oder er denkt besserer als die andere. So, auf einmal war richtig heiß. Der konnte nicht mehr aushalten. Und dann auf einmal sagt er zu den Schwiegermutter, es reicht, also du kannst zurück nach Hause gehen. Nee, Kuku Anas weiß, was er vorhat, wa? Der Schwiegermutter sagt, nein, immer noch ein bisschen noch weiter. Bis der Kuku Anas, die sind ein bisschen auf dem Weg gelaufen, der konnte nicht mehr aushalten, der muss den Metze raus auf den Kopf. Und auf einmal, weil er konnte nicht mehr aushalten, ist es eingebrannt. Seine Haare, dein Kopf, dein Eierschale, ist alles angebrannt. Und er hat es rausgezogen und die Haare ist in der Metze geblieben mit dem Essen zusammen, alles. Und die Schwiegermutter fragt, warum hast du so gemacht? Du hattest mich fragen sollen oder ich habe dich gefragt, ob du essen willst. Und du sagst nein. Und warum hast du so gemacht? So im Leben. Frage kostet nicht, Kinder, Erwachsene, alle Leute auf der Erde. So, wenn jemand dich was fragt, und du brauchst, musst du sagen, ja, aber nicht einfach nehmen, was du dir nicht geholt oder nicht gefragt hat. Das ist Ende. Warum Kuku Anas der Spinner hat keine Haare auf dem Kopf, weil seine Haare ist in der Mitte drinne geblieben. Das ist, hier ist der Freeman des Storyteller. Also, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Freeman, der Storyteller. Ich war einmal ein Berliner. Momentan wohne ich in Birmingham, England. Geh zu meinem YouTube-Channel Freeman, der Storyteller und subscribe mich. Dankeschön. Gute Nacht, guten Abend, guten Tag. Alles Gute. Gruß Deutschland. Bye-bye.